In diesem Video zeige ich euch das Seaside Resort. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und in diesem Video zeige ich euch das Seaside Resort direkt neben dem Freizeitland Geiselwind. Hat dieses Jahr eröffnet und ich zeige euch unser Piratenschiff, das Restaurant. Wir sind da heute zum Abendessen, aber auch zum Frühstück. Und an der Stelle möchte ich mich natürlich beim Freizeitland Geiselwind bedanken für die Einladung. Ja, wie gesagt, ich zeige euch, hier gibt es einen Indoor-Spielplatz, einen Outdoor-Spielplatz und was es alles hier zu bieten hat, seht ihr in diesem Video. Wir haben die Flaschenpost, die Nummer 13 von den Piratenhütten. Und schauen uns das Ganze mal an. Ich mache jetzt mal hier das erste Zimmer. Das ist das Elternschlafzimmer mit Doppelbett, Leselampen, Handtücher. Hier gibt es einen Fernseher. Dann, jetzt mache ich hier wieder rückwärts wieder raus. Dann nebendran, eine Sekunde. Hier haben wir einmal das Badezimmer mit Dusche, Toilette, es gibt Seife, es gibt einen Föhn. Dann laufen wir weiter. Hier ist das zweite Schlafzimmer mit einem Hochbett und zwei Einzelbetten. Auch wieder ein Schrank, ideal für Kinder, die gerne oben schlafen. Und ja, hier haben wir natürlich die ganzen Piratendetails. Wir haben eine Kaffeemaschine, Tee, ein Tablet, da kann man wahrscheinlich hier sich die Informationen raussuchen, die Klimaanlage einstellen, dann gucken wir uns gleich nochmal im Genauen an. Und hier haben wir einen Tisch, einen kleinen Esstisch mit Couch, auch wieder schönen Piratendetails, auch ein Fernseher. Und jetzt muss ich mal wieder raus. Eins der Highlights würde ich sagen, die schöne Terrasse, wo man hier auch sitzen kann. Und das Bug, das zeige ich euch auch gleich, sieht aus wie ein Piratenschiff. Und hier gibt es auch Sonnenliegen. Hier kann man auf jeden Fall sich gemütlich machen. Und den Rest der Anlage zeige ich euch jetzt auch. Ja, das sind die verschiedenen Piratenhäuser. Haben auch verschiedene Namen. Wir können hier mal das Layout sehen. Das ist vorne, wie ein Bug aussieht. Hier seht ihr die Öffnungszeiten vom Seeblick-Restaurant. Es gibt auch Kaffeekuchen täglich von 14 bis 16 Uhr. Und das Abendbuffet gibt es von 18 bis 22 Uhr. In der heißen Sommerzeit. Der Fahrgeld lässt dein Herz überschlagen. Jetzt zeige ich euch noch das Buffet hier im Restaurant. Ja, natürlich für die Kinder gibt es Kroketten, Pommes, Süßkartoffelpommes. Hier gibt es Curry, hier gibt es ein Fleischbällchen, Hähnchen, Steak, Rindfleisch mit Tomate und Zwiebeln, Rouladen mit Speck gibt es hier, dann Reis, hier gibt es dann Gemüse gegrillt, ein Riesenstück Lachs, der sieht echt gut aus, Schnitzel, dann gibt es hier Backfisch, Kalamari, da hinten gibt es, oh geil, Garnelen und Frühlingszwiebeln, Chili con Carne gibt es hier, Lasagne, Spaghetti mit wahrscheinlich mit einer Cremesoße. Hier gibt es noch Spinat und Gnocchi, die sind vegan und glutenfrei. Also die Gnocchi sind vegan und glutenfrei und der Spinat ist laktosefrei und glutenfrei. Und hier gibt es Rotkohl. Gleich kommt noch die Pizza, die muss ich euch leider nachreichen. Die ist aktuell
noch nicht da. Dann gibt es hier aber Kartoffelklöße, die sind auch glutenfrei, und Semmelklöße. Dann gibt es hier noch ein kaltes Buffet. Da steht auch überall dran, was glutenfrei, laktosefrei ist. Und hier gibt es dann auch Lachs und Obst, ganz viel frisches Obst. Hier gibt es Antipasti und Tomate und Mozzarella. Und es gibt auch noch ein kleines Salatbuffet. Das war es auch noch nicht alles. Es gibt eine Candybar mit ganz vielen verschiedenen Süßigkeiten, Popcorn und auch Dessert, was hier gerade noch angerichtet wird. Soweit ich es, glaube ich, sehe, es ist Brownie, es gibt Creme Brûlée. Dankeschön. Verschiedene Creme, Desserts, wird alles natürlich gleich getestet. Hier gibt es auch einen Indoor-Spielplatz für die Kleinen, direkt beim Restaurant. Die Indoor-Spielplatz Räuberhorde. Und ja, hier kann man dann, kann die Kleinsten durchlaufen, auch runterrutschen. Ja, also ganz nett gemacht. Wir sind zurück vom Abendessen und für Erwachsene kostet es 28,50 Euro. Und ich habe auch gesehen, es gibt eine Getränke-Flat für, glaube ich, 8,90 Euro. Und dann könnt ihr so viel trinken, wie ihr wollt an einem Tag. Und das Buffet ist natürlich jetzt nicht mega überragend gewesen. Es war lecker. Es war in Ordnung. Es gibt viel für Kinder. Es wird natürlich auf Allergien geachtet, es wird auch draufgeschrieben. Der Service war sehr, sehr nett. Das Buffet hat aber ein bisschen später angefangen als angesetzt. Es war 18 Uhr angesetzt und es hat so ein Viertel nach 6 dann begonnen. Genau, wir werden jetzt noch in den Park gehen, denn heute sind nicht Summer Nights. Das seht ihr in einem anderen Vlog und wir sehen uns dann hier morgen beim Frühstück wieder. Guten Morgen aus dem Seaside Resort. Wir haben gut genächtigt und mit 2 Kindern ist man natürlich immer sehr früh wach. Und wir gehen jetzt zum Frühstück und das Frühstücksbuffet zeige ich euch jetzt auch. Was hat das Frühstücksbuffet zu bieten? Es gibt Churros mit Zimt und Zucker oder Apfelmus. Es gibt gebratene Champignons, es gibt Rösti, es gibt gebratene Nürnberger Würstchen, Speck. Wie heißt denn das nochmal? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Reibekuchen. Also bei uns heißt es Reibekuchen, das heißt aber auch in jeder Region anders. Es gibt Rührei, es gibt Bohnen, es gibt Spiegelei, gekochte Eier, Brot, verschiedene Marmeladensorten, die auch fürs Müsli zum Mixen, Croissants, Brezeln, Brötchen, Toast, was ihr euch hier auftoasten könnt, Nuss-Nougat-Creme, verschiedene Getränke, Wasser, ich glaube, das ist Wasser mit Zitrone und Minze drin, Orangensaft und Multivitaminsaft, den Kaffee. Könnt ihr euch hier selbst ziehen. Dann gibt es hier Aufschnitt. Gurke, Tomate, Käse, Lachs, Tomatenmozzarella, Feta und ja, hier ein bisschen wieder vegan, glutenfrei und laktosefrei. Das ist immer ganz gut gekennzeichnet. Gehen wir noch auf die andere Seite. Hier haben wir noch so ein bisschen was an Couscous-Salat zum Beispiel, so ein Dip. Hier haben wir auch noch ein bisschen was Süßes. Verschiedene Milchsorten, Bio-Milch, Soja ohne Zucker, Hafer und Mandel. Und hier die verschiedenen Müsli-Sorten. Die Candy Bar hat auch immer noch geöffnet, also könnt ihr euch jetzt auch noch Candy-Sachen holen. Und es gibt frisches Obst. Butter und Babybel und Philadelphia. Ich muss noch einen kleinen Nachtrag zu gestern machen, zum Abendbuffet. Ich habe euch ja nur den Erwachsenenpreis gesagt. Also Kinder ab 13 Jahren zahlen 8 oder generell Leute ab 13 Jahren zahlen 28,50 Euro. Kinder von 0 bis 15 gratis und Kinder zwischen 6 und 12 zahlen 14,50 Euro fürs Abendbuffet. Getränke müssen aber extra bezahlt werden, aber ich habe euch gestern von dieser Getränkepauschale erzählt. Die habe ich gestern auch am Buffet gesehen. Es gibt auch einen Seaside Brunch. Ich finde aber auch keine Uhrzeiten. Auch von 0 bis 5 gratis, von 6 bis 12 Jahren 14,50 Euro und ab 13 Jahren 37,50 Euro. Im Brunch sind Wasser, Kaffee, Saft und ein Glas Sekt mit inbegriffen. Es gibt nicht nur einen Indoor-Spielplatz, nein, es gibt auch einen Spielplatz hier draußen, direkt bei den
Parkplätzen, die inkludiert sind in der Übernachtung. Und ja, hier können die Kinder auch rumtoben. Da vorne gibt es noch eine Rutsche. Genau. Die zwei Kleinen spielen da gerade, deswegen kann ich da nicht so rüberschlenkeln. Aber da ist auch eine Schaukel und wie gesagt eine Rutsche und ja, ganz viel zum Rumklettern. Wir sind fertig mit Frühstück und werden jetzt den zweiten Tag im Freizeitland Geiselwind genießen. Aber das Video beende ich jetzt hier. Wenn euch die Preise interessieren zum Seaside Resort, verlinke ich euch unten in der Infobox gerne die Seite. Schaut da mal nach, die variieren natürlich. Aktuell sind Sommerferien hier in Bayern und weil ich mit meiner Kamera spreche. Siehst du dann später, ne? Im Fernsehen. Genau, also wir gehen jetzt auschecken, wir geben den Schlüssel ab, dann gehen wir noch in den Park und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!